Bin gerade hier am Zwetschgen pflücken bei bestem Regenwetter und da sehe ich erstmal, ich habe ja hier die Bohne hochranken lassen, die Blauhilde, und die geht wirklich bis hier. Das da hinten sind alles Blätter, selbst da noch, da oben von der Bohne. Das ist schon sehr spannend. Finn, warte mal eben. Hier, da unten geht die hoch. Wir sind hier ungefähr in 3 Metern Höhe. Da oben sind sicherlich auch 3,50 Meter. Schon sehr krasses Wachstum. Aber gut, Stangenbohne halt. Ne? Hier sieht man überall noch welche. Gleiche Farbe wie die Zwetschgen. Muss man aufpassen. Hier nochmal zu sehen. Da geht sie hoch. So, wir haben jetzt 2 Eimer, nicht ganz voll, aber das ist schon eine gute Ernte. Einen Kuchen kann man davon backen. Wir haben gerade einfach nicht mehr ganz so die Muße. Wir werden morgen weitermachen. Angeblich soll es da nicht regnen. Von wegen, das ist zu eng gepflanzt, da kommt man nicht mehr rein. Gar kein Problem, oder? Nö, gar nicht. Man schneidet sich den Weg frei. Ja. Und schon kommt man an die Tomaten ran. Also falls ihr da denkt, was labern die Tomaten da? Nein, das ist Timo. Man sieht es da unten an den Beinen so ein bisschen. Kartoffelernte. Bamberger Hörnchen. Da ist doch mal Leben im Kompost. So soll es aussehen. Ich befinde mich gerade ganz oben im Bohnenbaum. Aber ich halte dich fest. Zum Gartenrundgang August. Ich führe euch jetzt einmal rum, zeige euch ein paar Neuigkeiten. Ich trockne gerade Kräuter, Stevia, Zitronenverbene, Thymian, Salbei, Grapefruitminze. Alles, was man so braucht zum Würzen und zum Tee zu bereiten. Hier bin ich gerade so ein bisschen am Vergleichen zwischen verschiedenen Physalis-Sorten. Ja, selbst die Form ist teilweise unterschiedlich. Ich wollte gerne, auch wenn es jetzt ein bisschen spät für diese Saison ist, aber für die nächste auf jeden Fall, mache ich mir jetzt so Salatplatten. Also alle 2 Wochen sähe ich diverse Sorten Salat aus, in einem kleinen Rahmen. Und ne, 2 Wochen später dann eben die nächsten, dann die nächsten, sodass man fortlaufend im Jahr was hat. Weiterhin nehme ich viele Stecklinge oder Kindel von den Erdbeeren. Und ich mache noch Stecklinge von Pepino, von Strauchbasilikum und diversen anderen Geschichten. Da sieht man dann die Tomaten, die Cherry Prince. Da sind schon so ein paar Klopper dabei, aber die sind nichts gegen diese Ananas-Tomate. Hier haben wir die San Marzano, auch mächtig. Und hier diese Pink Tiger, die zwar schön aussieht, aber meiner Meinung nach nicht viel bietet. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, die kriegt nächstes Jahr auch mal ein bisschen mehr Beachtung. Das ist eine Teepflanze. Also aus der man schwarzen, grünen, weißen Tee herstellt. Und alles, was es da noch so gibt. Das ist ja das Tomatenbeet von meinem Sohn. Auch diese Pink Tiger. Und hier die Dattelwein, die finde ich total klasse. Die ist richtig schön sauer. Also das mag ich gern. Da habe ich hier noch so ein paar mehr von den Tomaten, von den Cherry Prince. Der Wein, er wächst zwar unheimlich gut, aber die Blätter sehen echt nicht mehr gesund aus. Und ich habe das Gefühl, die Trauben haben irgendwie so einen Wachstumsstopp hingelegt. Sind zwar unheimlich viele dran, aber ich weiß auch nicht. Also auch die Stiele sehen komisch aus. Ich weiß nicht, ob man das hier so erkennt. Naja, ich kann auch damit leben, wenn es am Ende nur Deko ist. Das ist trotzdem eine sehr schöne Pflanze. Was haben wir hier noch Spannendes? Hier ist die Sternphysalis. Die produziert unheimlich viele Früchte. Immer wieder konnte ich ernten und die sind auch sehr lecker. Dann wollte ich euch unbedingt mal ein paar richtige Klopper zeigen. Und zwar, die ist noch gar nicht so groß. Moment, hier. Das sind meine Feuerbohnen dieses Jahr. Ist das nicht unglaublich?
bald schon Meterbohnen. Wenn die dir auf den Kopf fällt, wirst du ohnmächtig. Die habe ich ja jedes Jahr an diesem Standort. Ich gehe mal eben kurz rum. Und ja, ich weiß nicht, ich habe ja immer Saatgut genommen und das dann wieder hier reingesteckt. Und vielleicht haben sie sich in den letzten 3 Jahren einfach schon sehr gut hier angepasst und dementsprechend geben sie alles. Das ist hier übrigens das Staudenbeet, an dem ich quasi nichts mache, außer hier mal so die Kanten wegschneiden. In dem Fall war es Timo. Ich finde, das sieht immer gut aus. Trotz dessen, dass da auch mal so Giersch vorne dann mitwächst. Aber das Beet ist echt ein Selbstläufer. Sieht immer gut aus. Teich und so. Ja, das Beet, da hatte ich ja Kürbisse drin. Kann man machen, aber es lohnt sich nicht wirklich. Und ich denke, nächstes Jahr mache ich hier nur Bohnen rein, weil hier ist einfach unheimlich wenig Licht. Und die Bohnen, die kriegen ja auch keinen Mehltau. Die sehen wirklich bis zum ersten Frost, sehen die halbwegs gut aus. Begrünen das Ganze hier schön und produzieren immerhin noch ein paar kleinere Früchte. Also definitiv kleiner als die, die ich hinten in der Sonne wachsen habe. Aber ich glaube, das ist trotzdem eine gute Sache. Dann hier die eine Kalebasse, die hier gewachsen ist. Mehr ist nicht dran. Jo, das Beet ist Urwald. Und hier sammelt Timo seine Erdbeeren. Weil hier wollen wir ja wirklich so ein Erdbeer-Knoblauch-Beet draus machen. Jetzt im Herbst werden wir das umgestalten. Jo, die Zucchinis haben nicht wirklich funktioniert. Irgendwie habe ich für Zucchinis kein Händchen. Ich kann es gar nicht erklären. Und ordentlich Tomaten. Und hier, ich weiß nicht, ob man es jetzt gut sehen kann. Da sind auf jeden Fall 4 oder 5 recht große Spaghetti-Kürbisse drin. Ja, das Beet muss dringend mal wieder general überholt werden. Wobei es sieht trotzdem eigentlich recht okay aus. Hier habe ich ja die Passiflora. Die Kletterhortensien kommen auf jeden Fall raus. Da mache ich was anderes hin. Wahrscheinlich einfach auch die Passifloren, dass die hier hochranken. Das ist ja die Baumwolle. Die bildet bisher noch keine Blüten oder Knospen aus. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Ja, und meine Maracuja, die sieht ja dieses Jahr total kacke aus. Die ist ja jetzt auch 3 Jahre alt. War schon ein ordentlicher Stamm. Aber ich fürchte, also ich habe auch Stecklinge jetzt mal genommen, falls die mir wirklich wegstirbt, ich weiß es nicht. Hier die Physalis, das sind verschiedene Sorten. Zu Physalis mache ich aber nochmal ein extra Video. Jetzt muss ich mal dringend eben naschen. Hey du, das sind meine Himbeeren. Die gelben Himbeeren sind echt super lecker. Hier habe ich noch eine Bohnensorte, das ist die Gold-Silber, die habe ich in einem Online-Shop bestellt. Hier und da kommen jetzt die ersten Bohnen, wobei weiter unten, genau, da waren auch schon größere. Also Bohnen sind für mich auch so ein ganz besonderer Schatz, also da möchte ich auch noch weitere Sorten kultivieren. Die hier zum Beispiel hat unheimlich große Blätter. Finde ich schon spannend, wie die so unterschiedlich wachsen. Das ist die Feuerbohne, die ist schon verblüht. Da sind eigentlich, ja genau, Wahnsinn, auch Schoten hier und da dran. Diese Bambusstäbe haben leider nicht so gut funktioniert, weil man sieht ja, das ist komplett abgerutscht und die waren auch nicht hoch genug. Also die sind zu glatt und die waren nicht groß genug. Memo an mich, für nächstes Jahr muss da was anderes her. Dieses Beet, da sind ja meine Chilis, das ist völlig überwuchert hier vom, was ist das, Franzosenkraut oder sowas. Der Basilikum ist auch sehr gut gewachsen, habe schon auch viel Pesto gemacht und habe ich Pisto gesagt? Ich meinte natürlich Pesto, ich weiß es gerade nicht. Ja, da muss ich mich dringend drum kümmern, um dieses Beet, das wird sonst überwuchert. Hier. Das ist alles rausgerupft, auch wenn es nicht so aussieht, aber es ist, liegt oben auf.
Das ist ja so ein bisschen Flächenkompostierung. Hier habe ich jetzt Salat gepflanzt. Am Zaunrand die mexikanische Minigurke. Die mag ich auch echt gerne. Hier habe ich, da wollte ich den Brokkoli eigentlich komplett rausmachen. Aber hier waren die Tage so viele Bienen dran und das Ding hat einen Bestandsschutz von mir bekommen. Ja, die Physalis, da habe ich auch schon geerntet hin und wieder. Hier sieht man, sind immer welche reif. Das ist übrigens meine Haus- und Hofsorte, die Schönbrunner Gold, die ich auch bereits im ersten Jahr hier kultiviert habe. Und ja, ich habe, wie gesagt, dieses Jahr sehr viele verschiedene Physalis angebaut. Und das bleibt meine Stammsorte, kann ich jetzt schon sagen. Ich habe alle verkostet bereits. Yum, yum, yum. Ananaskirschen bleiben auch im Programm. Die kommen nächstes Jahr auch wieder dazu. Auch wenn die alle halbtot aussehen, produzieren tun sie trotzdem. Tomaten, die sind alle wild aufgegangen. Hier ist übrigens der brasilianische Samtpfirsich, wo ich sehr gespannt auf den Geschmack bin. Hier habe ich noch mal verschiedene, also andere Bohnen. Bin ich gespannt, was daraus wird. Da sage ich jetzt mal noch nichts zu. Da kommt aber auch noch ein extra Video dann. Und hier ebenfalls noch eine. Jetzt kommt ein kleines, aber feines Highlight. Die sahen ja wirklich das ganze Jahr über so kaputt und tot aus. Das ist Hibiscus saptarifa, ist Rosella oder Rosell, ist in Australien wohl sehr bekannt. Da macht man mal Marmelade und ja eben auch Tee raus. Und ja, das ist tatsächlich, wenn man Hibiskus-Tee trinkt, ist das immer diese Pflanze. Die ist auch nicht winterhart und was ich so gelesen habe, das funktioniert hier in Deutschland nicht sehr gut und es sieht auch wirklich tot aus, wenn man sich dagegen diese Bäume ansieht. Also die machen normal 4 Meter im Jahr. War jetzt aber auch nicht das beste Jahr, aber jetzt kommt es. Mein ganzer Stolz. Die erste Blüte. Und wenn die verblüht, bilden sich hier diese Kaluxe oder wie man die nennt. Sollen eigentlich auch so groß werden. Und die verwertet man dann für Tee und Marmelade. Und ja, da habe ich jetzt wieder ein bisschen Hoffnung. Dann habe ich hier meine über 3 Meter Sonnenblume, ca. 3,15 Meter haben wir ausgemessen. Und noch ein paar kleinere Exemplare. Der Erdbeerturm, der hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Erst war es viel zu trocken, da ist nichts durchgekommen. Man konnte gar nicht gegen angießen. Vor allem selbst dann später der Regen, der ist hier nie angekommen. Also das Konstrukt funktioniert leider nicht. Hydroponik dagegen funktioniert sehr gut, vor allem für Salate. Hier habe ich übrigens Wasserspinat, auch ganz spannend. Ja, die Wildbeete, da muss ich auch mal wieder ran. Weil leider das Gras wieder so ein bisschen überhand nimmt. Moment, ich muss mal eben, das Beet habe ich vergessen, da habe ich Grünkohl gepflanzt. Da habe ich letzte Woche die Kartoffeln rausgeerntet. War nicht die beste Ernte, aber für das komische Wetter war es okay. Ja, die Äpfel haben das meiste irgendwie schon fallen lassen. Oh, Moment, das muss ich eben zeigen. Einmal. Und da vorne nochmal. Da sind die ersten Artischocken. Wahrscheinlich auch die einzigen dieses Jahr. Ja, hier ist die Beas Dicke, ebenfalls eine Physalis. Und meine Pepinos. Bin ich sehr gespannt auf den Geschmack. Die habe ich noch nie probiert. Also hängen überall so ein paar dran. Was ich auf jeden Fall schon mal weiß, ist, auch wenn ich die irgendwann pflücke, lange nachreifen lassen. Die sind wohl ewig und 3 Tage haltbar und ja, je länger man sie lässt, desto besser schmecken sie dann wohl oder desto mehr Geschmack entwickeln sie. Hier die Lulo, die Blätter sehen ja aus, als hätten sie einen krassen Stickstoffmangel. Ich habe schon nachgedüngt ordentlich. Ja, die erste Blüte schon am Verblühen. Die sehen ja schon echt lustig aus. Ja, Indianerbeet, also ich habe jetzt ganz viele Zwetschgen geerntet. Wenn man mal richtig reinguckt, sieht man hier Bohnen.
Also die sind von da und ebenfalls auch von hier komplett in den Baum gewachsen. Zeige ich mal von hier nochmal. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Das ist die Blauhilde übrigens. Ein paar Feuerbohnen sind weiter rechts auch. Und ja, im Nachhinein totaler Schwachsinn. Also das ist ja mein zweiter Indianerbeetversuch. Man sieht auch, es klappt an und für sich alles. Das Problem ist einfach, man kommt überhaupt nicht ran. Außerdem haben die Bohnen natürlich zu viel Sonnenlicht geschluckt. Der Mais, auch so ein paar Physale ist hier noch drin. Ich komme im Grunde genommen nirgendwo hin, ohne irgendwas kaputt zu treten. Hier ist der Tabak. Wie gesagt, es hat alles super funktioniert. Man kommt einfach nur an nichts ran. Da hatte ich mir so Steinplatten hingelegt, aber da ist einfach kein Durchkommen. Und ich werde also ein Indianerbeet 3.0 errichten müssen. Und das heißt dann, ich bin am Überlegen, ob ich also das Spalier für die Bohnen, also Bohnen müssen auf jeden Fall, ob ich das weiter nach hinten setze, sodass dann nur noch ein ganz schmaler Gang zum Herlaufen ist, um das so ein bisschen für den Nachbarn auch erträglich zu machen. Dass ich den Boden dann damit, wie heißt es, Rindenmulch oder so auslege dahinter. Und dass dann eben hier vorne der Rest vom Indianerbeet wird, wo die Kürbisse und so wachsen, dass ich an alles rankomme. Was ich auch überlege ist, das ist ja trotzdem nicht der kleinste Bereich, die Liegen kommen weg, dass hier die Kürbisse wachsen, dass aber die Bohnen weiterhin da sein werden an der Stelle. Und dass ich vielleicht so einen Bogen nach hinten baue, dass ich hinten so eine Art Tunnel habe. So einen Bohnentunnel, wo man im Sommer dann auch vielleicht mal so ein bisschen durch Schatten und Verdunstung einen angenehmeren Platz hat. Aber das sind alles nur Überlegungen. Aber so kann es nicht bleiben, das steht mal fest. Das funktioniert einfach nicht gut, was das Herankommen angeht. So ein paar Sachen will ich nicht vergessen. Zum einen die Ananaskirsche, die ich halt im Gewächshaus aus dem Samen gezogen habe. Die produziert immer noch, wächst weiter. Das hat also super gut geklappt und zu meiner Freude ist hier eine Ananaskirsche wild aufgegangen. Und da werden sicherlich nicht viele, aber doch ein paar Früchte reif. Das heißt, die Ananaskirsche ist ein Kandidat, wenn man es drauf anlegt. Ich mag die gerne und für mich wäre das jetzt eine gute Sache, dass man die halt ein Jahr lang einige aussät und überall verteilt und dann die Samen auch mal so ein bisschen irgendwo hinschmeißt. Dass die irgendwann ein Selbstläufer sind, ne? Wenn man das so möchte. Ansonsten, ja, die Kräuterbeete funktionieren gut. Ich habe schon viel geerntet. Salbei auch nicht nur für Tee, sondern auch für Tomatensoße. Schmeckt da unheimlich gut drin. Da hinten ist übrigens Beinwell. Den habe ich aus Samen gezogen. Hier die Kapuzinerkresse, die hat sich auch wieder selbst ausgesät und überwuchert sogar den Kürbis. Das ist insgesamt alles echt. Es funktioniert alles. Hier haben sich übrigens, genau, das Eisenkraut hat sich hier selbst ausgesät. Und was ich da einfach für eine Vielfalt an Insekten beim richtigen Wetter sehe, da habe ich gesagt, nee, das lasse ich auch hier stehen. Das sieht hier eigentlich ganz schön aus, wenn das so aus den Steinen rauswächst. Das ist für mich eine Pflanze, die wirklich so ein Steinbrett hat bei mir, weil die einfach irgendwie eine unheimliche Fülle an Insekten anzieht. Ja, das ist der Stand. Ich würde das Video hier jetzt auch beenden und gucken, ob ich nächstes Mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Also, das ist jetzt mehr so ein Update-Video. Ich werde hier jetzt nicht groß schneiden. Das war einfach ein kurzer Durchgang. Ich hoffe, es freut euch und bis zum nächsten Mal.